Okay, ich habe mir vor dem Start dieser Aufnahme angeschaut, ich zeige es euch kurz, ob ich hier noch irgendwelche neue Symbole entdecke. Und nein, ich habe nichts entdeckt. Das heißt, ich fliege jetzt einfach mal zu dem Riss hier. Und dann machen wir die ganzen Risse hier, bevor wir dann wieder zur Hauptquest gehen. In der Hoffnung, dass ich genug Kronos-Münzen bekomme. Oder Kanons-Münzen. I don't know, wie sie heißen. Ihr wisst, was ich meine. Die Münzen, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Um dann hier in den Riss reinzugehen, damit ich die schweren Objekte tragen kann. Und ich glaube, dazu fehlen mir 10 Münzen oder sowas. Das heißt, wir fangen jetzt hier einfach mal mit dem Riss an. Das heißt, das wird die Folge der Risse. Die Phoenix. Ihr fordert mich heraus. Oh oh. Versagt. Und ich tilge euch. Reicht gerade so. So, reicht hier. Let's go. Let's go. Ja. So, wo? Ach, an den Riss kam ich ja nicht ran. Das war der hier oben, oder? Ja, das war der, wo ich nicht rankomme. Okay, der fällt natürlich auch erstmal weg, klar. Dann zum Ambrosia. Richtung. Da bin ich auch noch sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Ob ich den Riss erst machen kann, wenn man durchgespielt hat, oder ob es später irgendwie eine Fähigkeit gibt, um diesen roten Blitzen zu entkommen, die einem komplett die Ausdauer entziehen. Bin ich auch mal gespannt, wie sie das denn lösen. So, Ambrosia, da oben drauf. Auf hier, Phoenix. Ich habe gestern im Stream The Pathless gezockt und da hat man einen Adler als Begleiter und mit diesem Adler kann man immer Flügelschläge machen, um so höher zu steigen. Und genau das wollte ich hier gerade auch machen. Und ich habe so gedacht, hä, warum geht's nicht? Aber natürlich geht's nicht. Wie soll's denn auch gehen? Ich habe keinen Adler hier. Ich habe nur einen Phönix und der hängt sich nicht an mich dran. Ich finde es so cool, dass man auch in der Luft parieren kann. So, ich habe hier ein paar Pfeile für dich. Ciao. So, rauf hier. Da ist es ja. So, kleines Ambrosia. Sehr schön. Okay. Dann, der Riss war der nicht funktioniert hat. War hier irgendwas eigentlich? Waren wir hier schon? Weiß es nicht mehr. Das hier war doch der Tempel des Eros, ja. Hier waren wir auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nichts ist. Machen wir vielleicht doch erstmal... Komm. Nee, jetzt habe ich am Anfang der Folge gesagt, wir machen die Risse. Na, es gibt jemand die Folge. Wir gehen zu den Gewölben. Junge, ist der Baum riesig. Das fällt mir gerade erst auf. Oh, hier drüben gibt es auf jeden Fall was. Aber ich muss hier doch noch Orte entdecken können, wenn es hier sowas gibt. Ich verstehe es nicht. Verstehe ich echt nicht. Oder? Warum wird mir das nicht angezeigt? Hallo Freunde. Oh. Boom. Na?
Junge, ich mache mittlerweile so viel Schaden mit der Axt. Weg hier. Komm her. Ich schlage eigentlich auch kaum noch mit den Schwertern zu. Weil die Axt auch überhaupt nicht langsam ist. Was ist das schon? Da haben wir noch einen. Ciao. So, okay. Hier ist das Ziel. Und von wo geht's los hier? Okay, ich glaube, wir starten hier durch. Ich hoffe, ich habe keinen verpasst. Oh shit. Das reicht. Waren das alle? Nice! Komm, gib mir ein paar, gib mir ein paar. 6 Stück, nice! Da waren es nur 4. Da waren es nur noch 4. Okay, warum wurde mir das zum Beispiel nicht angezeigt auf der Map? Ganz komisch. Also, wir gehen weiter zum Riss rechts von uns quasi. Da oben. Mal kurz das Reittier. Ich finde es ganz komisch, dass wir die Orte nicht angezeigt wurden. Ich muss mal da oben nochmal in die 20 gehen. Wenn ich hier erhöht stehe irgendwo. Weil es sieht mir über... Wer greift mich an? Was? Wo? Hier. Oh, oh. Hier, für dich. Für dich. Für dich. Autsch. Komm her. Komm, ich hoffe, dich extra mal ein paar Tränke raus. Boom. Also 1568, nice. Ciao. Ich mache euch perfekt. Ihr werdet leiden, aber es wird sich lohnen. Das sehen wir ja dann. So, weiter zum Riss. Das heißt, ich würde gerne mal kurz hier hochklettern. Und da mal noch mal ein bisschen gucken. Hoch. Wollte gerade schon wieder hochsteigen, wie ich vorher erzählt habe bei The Pathless. Übrigens, falls ihr The Pathless noch nicht gezockt habt, holt es auf jeden Fall nach. Sehr cooles Spiel. Sehr coole Geschichte. Je nachdem, wie viel man machen möchte und was man alles machen möchte, hat man, ich sag mal, zwischen 6 und 10 Stunden Spielzeit. Ungefähr. Wir essen einen Trank. Sonst schaffen wir es nicht nach oben. Und noch mal ein. Die Phoenix. Sehr schön. Okay, oben hat es zum Beispiel Ambrosia. Also irgendwas stimmt hier nicht. So, jetzt gehe ich mal nochmal in die Fernsicht rein. Jetzt werden mir plötzlich wieder Sachen angezeigt. Vielleicht war ich einfach zu weit weg. Ganz komisch. Aber wenigstens zeigt es jetzt alles an. Da hat sogar noch ein Gewölbe. Soll alles hier sein?
Kann ich mir zwar wieder nicht vorstellen, aber okay. Da hinten für den Wirbelsturm. Auf jeden Fall setzen wir da. Ah. Ja. Woher? Ja, da haben wir auch noch was. Nochmal ein Gewölbe. Oh, da war eine Herausforderung. Und da ist die letzte kleine Lyra. Junge, hier hat es jetzt aber jede Menge plötzlich. Jetzt doch hier gerade, ich wollte doch gerade sagen, jetzt doch hier gerade nochmal irgendwas angezeigt. An der fast selben Stelle hier auch noch. Na? Irgendwie ist es dämlich, dass ich durch den Berg markieren kann, oder? Nochmal eine Herausforderung. Noch was? So, nochmal im Schnelldurchgang durchschauen. Aha, hier irgendwo. Ohne Nachtruhe. Na? Mal was hier. Junge, noch jede Menge Gewölbe hier. Bin mal gespannt, ob sich durch das ganze Spiel so durchzieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf jedem Inselteil so viele Sachen sind. Weil ansonsten, keine Ahnung, habe ich ja nachher 100 Stunden Spielzeit. Scheint wirklich nichts zu sein. Ganz komisch. Nope, 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 nix. Okay, ich glaube, das scheint es jetzt tatsächlich erstmal gewesen zu sein. Dann checken wir mal die Map ab. Jetzt haben wir nämlich jede Menge neue Symbole bekommen. Das ist alles schon im nächsten Gebiet hier. Okay, da habe ich schon viel vom nächsten Gebiet entdeckt, alles klar. Hier habe ich noch ein Gewölbe entdeckt, das sind die Kisten. Ich würde... Wo waren die kleinen Lyra? Ich habe doch noch mal eine kleine Lyra entdeckt. Die kleine Lyra. War die irgendwo hier? War die schon hier oben im nächsten Gebiet? Kann es sein? Ich muss mal alle abgeschlossenen ausblenden. Ein bisschen übersichtlicher, aber hier sehe ich jetzt gerade keine. Komisch. Kann ich irgendwie Filter setzen, nur kleine Lyra? Ja. Alle ausblenden, nur kleine Lyra. Zeigt es mir nicht an. Zeigt es mir nicht an, obwohl ich aufgedeckt habe. Alle zeigen abgeschlossene Ausblenden. Und hier haben wir doch auch... Achso, der leuchtet so komisch. Brauche ich aber keine zwei Marker. Ja, okay. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier nach oben, mache die zwei Sachen und den Riss. Und die Truhe hier direkt hinter mir, die nehme ich vielleicht noch kurz mit. Weil die ist ja direkt hier. Ah, ich sehe sie schon.
Da wäre ich ja blöd, wenn ich die nicht mitnehme. Nein. Uhu. Ciao. So. Da unten her. Upsa. Oh, der war nice. So. Hier haben wir noch eine Kiste. Die liegt ja auch in derselben Richtung. Und da wird mir jetzt auch plötzlich die kleine Lyra wieder angezeigt. Ganz komisch. Ich habe gerade auf der Map extra alles ausgeblendet. Also irgendwie funktioniert das noch nicht so richtig auf der Map, würde ich mal sagen. Vielleicht kommt da noch ein Patch. Oh. Stealth-Vertreter Eurale. Komm mal her. Oh oh. Wow. Wow. Okay, ich brauche mal einen Trank. Und auch so einen Trank hier. Und dann hätte ich gern was zum Werfen. So. Nein! Ja, war klar. Boom. Komm schon. Ach, ich habe keine Ausdauer gerade. So viel hält der aber scheinbar nicht aus. Lass mich gleich mal heilen. Gleich tun wir da mal richtig reinballern. Nein. Oh, daneben. Okay, wir ballern mal rein hier. Ja, da können wir direkt draufschlagen. Der hält ja gar nichts aus. Der hält ja wirklich gar nichts aus. Ciao. Oh, 3500. Nice. Ja, okay. Ciao, ciao. War schön, dich kennengelernt zu haben. Hey, da hatte ich echt zu viel Respekt gerade. Geistesblitz schwingen. Mal an. Kein gewöhnlicher Handwerker hätte diese Flügel erschaffen können. Sie waren das Werk eines Genies, möglicherweise vermischt mit einer Prise Wahnsinn. Die sehen auch nice aus. Ah, ich glaube, die behalte ich. So, hier muss noch ein Lyra sein. Und eine Kiste doch eigentlich auch. Irgendwie direkt unter uns. Und hier auch noch ein Schieberätsel. Gehen wir nochmal in die Suche rein. Ja, hier. Warum wird mir das nicht angezeigt? Ganz komisch. Erstmal gehen wir nach unten. So, hier müssen wir irgendwie reinkommen. Okay, wir machen erstmal die ganzen Feinde hier weg. Hallo, Freunde. So, Nummer 1 geht schon mal. Autsch. Das war knapp. Wow. Nein, konnte nicht mehr dodgen. So, jetzt kommst du dran. Du kleiner, böser Minotaurus. Du sagst jetzt auch gute Nacht. Und zwar
Ciao. Oh, hat noch nicht gereicht. Autsch. Aber jetzt. Hey, was haben wir denn? Ah, ich wollte gerade sagen, was haben wir denn da? Okay, hier brauchen wir ein schweres Gewicht. Hier drauf schieben. Hier drauf schieben. Ah, okay. Hier drauf. Dann brauche ich hier eigentlich noch einen. Warte mal, vielleicht kann ich jetzt den hier runterschieben. Ja. Geht. Loslassen. Oh nein. Gut. Einmal. Brauchen wir dann? Drei Stück, alles klar. So, hier hätten wir nochmal zwei. Da oben. Hm? Ja? Auch da auch noch eine. Komm. Kommt man gar nicht durch. Hm. Mal noch mal eine. Weiß. Sehe da leider nicht richtig. Okay, so geht es auf jeden Fall nicht. Ah, ah, da oben. I see. Deswegen stehen hier so viele drin. Da oben müssen wir natürlich rein. Da brauchen wir auch auf jeden Fall. Oh. Auf jeden Fall. Nein, das will ich nicht. So. Da brauchen wir auf jeden Fall zwei drin, Minimum. Ich glaube, wenn ich sogar drei. Yes. Okay, dann fehlt nur noch der hier. Da brauchen wir einfach nur Feuer. War von hier. Okay. Rein da. Und aktivieren. Sehr schön. Phoenix kannte die Muse Calliope, die sterbliche Inspiration zuflüstert wie Blätter im Wind. Schade, dass für dich keine mehr übrig war. So, ich schreibe mir wieder auf hier. Okay, das war easy. Nur nochmal zur Sicherheit. 1, 2, 3, 4. Okay. Das einsammeln. Was wir jetzt auf jeden Fall kurz mal. Ah, das ist schon hier oben im Gebiet. Deswegen habe ich das nicht entdeckt. Alles klar. Dazu müsste ich erstmal das nächste Gebiet aufdecken. So, wir machen jetzt den Riss. Dann machen wir die Herausforderung. Dann haben wir hoffentlich genug Münzen, um die Verbesserung zu kaufen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier zurück. Pferd. Und machen dann die Risse. Du betrittst Tal des ewigen Frühlings.
Liegt jemand im Riss? Ich sehe nämlich nicht. Und das sollte doch hier irgendwo sein. Direkt unter mir. Wahrscheinlich direkt unter mir. Oh, da drüben ist noch eine Kiste. Die nehme ich natürlich noch mit. Ach, come on. Warum hat der nicht getroffen? Oh, was war das gerade? Was war das gerade für eine komische Aktion? So, Freunde. Und tschüss. Ciao. So, du noch. Tschüss. Tornado. Schauen wir uns gleich mal an. Ein neues Schwert. 22% Wahrscheinlichkeit, den Schaden der Schwert-Luft-Kombo zu verdreifachen. Nicht schlecht. Aber ich schlag so selten mit dem Schwert in der Luft zu. So, ich will eigentlich zum Riss hier drüben. Ah, da drüben ist ein Höhleneingang. Oh, rein da. Ich hoffe, dass ich da drin nicht wieder irgendwas brauche, was ich noch nicht habe. Der Weg des Aiolos. Was passiert hier? Wow. Endlich so krass. Okay, Nummer 1. So, da hinten ist schon das Ziel. Und die Kiste ist wo? Hier links. Die rollt hier lang. Wird die hier. Ach, da drüben habe ich es nochmal. Okay. Zu spät. Zu früh meine ich. Jetzt war es zu spät. Nice. Oh nein. Kann ich den nicht einfach... Nein. Ey, der war doch so nice gerade. Come on! Oh, das wird knapp. Schade. Ja, das reicht mir nicht.
Ich muss da einmal schön ums Eck kommen, mit richtig Speed. Schade. So wie sie da angeschossen kommt. Reicht wieder nicht. Kann ich sonst noch irgendwo was aktivieren? Eigentlich nicht. Oh, schade. Come on. Da reicht nicht mehr nach oben. Ich schaff's da nicht rüber. Das reicht hier einfach nicht rüber. Ach komm, das sah so gut aus gerade. Ich kann da auch nicht noch einen zusätzlichen Stoß geben. Das geht einfach nicht. Einfach zu langsam. Guck mich mal kurz um hier. Vielleicht habe ich hier noch irgendwo was. Okay, nee. Habe ich nicht. Mal kurz, ob ich hier noch irgendwas beschwören kann. Nee, dann rufe ich auch noch eine Kugel. Wenn die da rein droppt, dann fährt die hier runter, fällt hier rein. Dann kann ich die von hier rüber. Von da, dahin wahrscheinlich. Also die fährt hier hin, fällt hier rein. So, dann muss ich die darüber, dann ist sie hier drin. Und von hier dann da rein, okay. Aber ich kann nur immer die Kugel hier neu machen. Ich kann die nur hier raushauen. Okay, das war richtig krass gerade. Nein! Ich kann auch hier nichts anders machen. Ich glaube, ich muss einfach weiter probieren. Schade. Also ich versuche es hier jetzt mal so spät wie möglich zu treffen. War zu spät. Weil die Kugel muss ja auch schon eine gewisse Höhe erreichen. Ja, ja. Ach, come on. Gibt's doch nicht. Gibt's doch wirklich nicht. Kann ich ja sonst nichts noch zusätzlich aktivieren oder so. Ganz komisch. Okay, aber so kriege ich die vielleicht darüber tatsächlich. Okay, das probiere ich gleich nochmal so. Boom. Nice. Oh, rein mit dir da.
Ich habe sonst keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Bin ich ganz ehrlich. So, die kommt jetzt hier runter. Okay. Ist das jetzt easy hier? Na? War jetzt kein Problem hier, aber... So, jetzt dreht sich die Windrichtung. Warum ist hier die Wand so offen? Oh nein! Shit. Was ist das? Was denn hier? Darf der jetzt keine neue Kugel holen? Hier rollt jetzt eine neue. Okay, verstanden. Aber noch interessiert mich das gerade nicht. Das ist gar nicht so gedacht, dass man hier über die Mauer hüpft, okay? Verstanden. Weil es nämlich irgendwie ein bisschen glitchy. Da muss man irgendwie außen rumkommen, habe ich gerade gesehen. Dann machen wir erst das mit den Kugeln fertig. So. Das heißt, die muss da oben jetzt entlang rollen. Nein, zu spät. Reicht. Warte. Sehr schön. So, dann rollst du diesmal so rüber. Oh Mann, das ist eine richtig Kackstelle jetzt. Okay. Schön selber rollen hier. Also ich weiß nicht, warum das andersrum so schwierig ist. Oder vielleicht ist das sogar so gedacht. Keine Ahnung. Würde ich aber auch ein bisschen komisch finden. Wobei man ja für die andere Truhe zum Beispiel auch diese Fähigkeit lernen muss. Auf jeden Fall haben wir das jetzt hier geschafft. Ich würde sagen, Tor wieder auf. Okay. Wir hüpfen jetzt hier rüber. Holen die Kiste. Mach auf! Neue Optik wieder. Ich freue mich schon auf die neue Optik von der Rüstung, die ich anhab. Die gefällt mir so schon sehr gut. So, was kann ich hier machen? Okay. Uhu. Passt das so? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Nice. Hier rüber. Rüber. Und dann haben wir es geschafft. So, Blitz überspringen wir. Sehr schön. 6 Stück. Das heißt, wir können die Ausdauer wieder erhöhen. Lohnt sich dann auf jeden Fall gleich, also zurück zur Halle der Götter zu gehen. So. Bleib kurz aufmachen. Wir wollten da hoch zur grünen Markierung. Grüne Markierung. Weg.
komm mal ein bisschen wieder in Atem hier. Auch geiles Deutsch. Komm mal wieder ein bisschen in Atem hier. Ihr wisst, was ich meine. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch so geht mit der Ausdauer. Nervt es euch oder findet ihr es okay? Also ich finde es okay, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Ich kann mal hier kurz Tränke machen, wenn ich schon da bin. Also ich empfinde es jetzt gar nicht als störend. Man muss ja irgendwie die Welt ein bisschen begrenzen, sonst könnte man ja direkt von Anfang an alles machen. Tränke verbessern können wir eventuell noch. Gut. Bringen. Sehr schön. Ein Freund von mir, den stört es zum Beispiel tierisch. Der hat auch unter anderem deshalb nicht Zelda Breath of the Wild gezockt. Deswegen würde mich mal interessieren, wie es euch da geht. Hallo Freunde! Oh. Und tschüss! Oh oh. Komm her. Ist der gerade in die Wand reingedodged? Ciao. Hast du gerade auf mich geschossen? Ach, die ländischen Frauen. Selbst zu Steinerstaat stanken sie noch nach Aphrodites Bestrafung. Also buchstäblich. Das ist eine Verschwörungstheorie. Die Frauen von Lemnos erwachten und töteten ihre Männer. Und die Sterblichen schoben es darauf, dass sie von Aphrodite mit üblem Geruch bestraft worden waren. So dass ihre Männer sie nicht mehr wollten. Das könnte sogar fast Sinn ergeben. Du wärst überrascht, was man in einem Sommer auf Lesbos lernt. War knapp. Ja, schön. Gib mir Münzen. Nochmal 6 Stück. Jawohl, jetzt kann ich auf jeden Fall die Sachen lernen, die ich wollte. In die Sicht gehen. Ja. Oh, deshalb. Und sehen wir hier noch irgendwo was? Aber ich glaube, das ist schon wieder alles das nächste Gebiet. Na? Bist du? Da. Na, hallo? Ja. Gut ist, man kann relativ viel R2 einfach die ganze Zeit drücken, dann entdeckt man es relativ schnell. Geht nicht immer, weil es dann auch woanders hinspringt einfach. Aber es geht oft. War doch gerade was. Da noch mal was. Okay, es geht im nächsten Gebiet quasi genauso weiter. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass es da wieder genauso viel ist. Aber noch verliere ich nicht die Lust dran. Okay. Kann ich hier eigentlich jederzeit Schnellreise hinmachen? Da nicht, aber hier vielleicht. Auch nicht. Aber zum Riss kann ich jederzeit Schnellreise machen. Okay, weil dann gehe ich jetzt zur Halle der Götter. Und hauen hier mal kurz die Verbesserung rein. Wenn er noch einmal sagt, dass ich irgendwas bei ihm kaufen kann, dann nehme ich das Geld und schiebe es ihn in den Rachen rein. So, nice. So, hier Fähigkeiten. Und zwar das. Das muss ich darauf achten, dass ich das Richtige kaufe. Hiermit kannst du schwere Objekte ziehen und tragen. Also wir müssen einmal das hier kaufen. Oh, warum hatte ich denn 10 im Kopf? Ich habe die hier vergessen gehabt. Shit. Also mir fehlen jetzt nochmal 6. Okay. Sorry,
Sorry dafür auf jeden Fall. Hatte ich irgendwie falsch im Kopf. Gucken wir mal, vielleicht können wir hier noch irgendwas abgeben, was mir auch irgendwas bringt. Da gibt es einen Blitz. Kann ich auch direkt abschließen? Kann ich auch direkt abschließen? Leider nicht. Schade. Neue Waffe. Gucken wir uns auch noch gleich an. Oh, jejeje, habe ich hier viel. Wenn die Axt direkt nochmal verbessern. Dann let's go. So, jetzt gucken wir mal, dass wir ein paar Rüstungen hier verbessern. Und nicht genug von denen. Wie sieht's hier aus? Ah. Ah. 14 Tränke. Komm, ab dafür. Okay, ich glaube, mehr kann ich mir nicht leisten. Doch, das müsste noch gehen. So, ich glaube, sieht ganz gut aus jetzt. Okay. Wir gucken mal ins Inventar rein. Plus 11% Schaden durch Schwertkombos bei voller Ausdauer. Ja, naja. Plus 12% Schaden durch Bogenschüsse bei voller Ausdauer. Naja, was habe ich nochmal an? Ne, da finde ich den besser. Okay. Was machen wir dann? Wir gehen zur großen Lyra. Oh, vielleicht bekomme ich da nochmal ein paar Münzen. Aber wahrscheinlich keine. Auch jetzt nochmal 10. Das heißt, mir fehlen nochmal 6 Stück. Wenn ich nochmal 6 Stück bekommen würde, das wäre natürlich nice. Okay, wir gucken mal kurz. 1, 2, 3, 4. Hallo? Hä? 1, 2, 3, 4. So habe ich es aufgeschrieben. Ach, die Lyra, die ich da entdeckt habe, die war ja schon fürs nächste Gebiet. Mir muss ja hier... Muss ich mir gleich aufschreiben. Ich muss hier noch irgendwo eine haben. Die habe ich ja hier schon entdeckt, im nächsten Gebiet. Hier fehlt mir noch irgendwo eine. Hm. Ich glaube, Leute, dann gehe ich jetzt mal hier unten zur Insel. Hier war ich noch gar nicht. Und hier sieht es mir irgendwie krass aus. Also wir machen eine Reise zur Zuflucht des Eros. Und gucken mal auf die Insel noch da unten. Das packen wir noch in der Folge. Genau da hinten wollen wir hin. Oh, sieh! Hier unten war auch irgendwo der Kampf gegen den Minotauros. Ich glaube, ich baller mir gleich mal einen Trank rein. Hier war ich scheinbar schon. Ja, hier war ich schon. Auf der kleinen Insel war ich schon. Auf der großen war ich ziemlich sicher noch nicht. Ich erinnere mich zumindest überhaupt nicht daran. Mal einen Trank reinpfeifen. So. Ob ich hier jetzt irgendwas entdecken kann? Nicht wirklich. Wenn ihr Ärger wollt, dann kommt runter. Ich komme nicht hoch zu euch. Oh, ich hoffe, da oben steht ein ganz böses Monster. Von dem ich irgendwas richtig Cooles lernen kann. Der Wind ist plötzlich kühler geworden. Da.
Okay, nice. Hier geht's weiter hoch. Ja, höre ich auch. Oh, ich glaube, da oben ist ein epischer Kampf. Klingt auf jeden Fall mal krass. Den tue ich noch nicht. Immer noch nicht. Okay, wir fliegen rüber. Oh, wer kommt hier? Kommt hier überhaupt jemand? Schade. Hier unten rein vielleicht oder so? Okay.